So, ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, zu dem heutigen Abend, über den ich mich sehr freue und sehr gespannt drauf bin, über die Buchpräsentation Raum geben, dem Film Das Kino von Heide Schlüppmann. Ich möchte die beiden Gäste heute Abend kurz vorstellen, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist, besonders bei Heide. Und sie ist den meisten ja auch hier eigentlich bekannt, aber gut, vielleicht wenigstens ganz kurz so ein paar Worte. Heide ist Philosophin, Filmwissenschaftlerin, Filmautorin. Sie war von 1991 bis 2008 Professorin für Filmwissenschaft hier an der Uni in Frankfurt am Institut für Film, Theater, Film und Medienwissenschaften. 2000 hat sie die zusammen mit Carola Kramann und noch einigen anderen die Kinothek Asta Nielsen e.V. gegründet und ist seitdem auch im Vorstand tätig. Sie ist Herausgeberin der Zeitschrift Frauen und Film. Okay. Gut, wusste ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Und hat eben sehr, sehr viele Publikationen herausgebracht, um nur ein paar ganz wenige zu nennen. Also sehr viel einmal zum frühen Stummfilm, darunter auch Unheimlichkeit des Blickes, das Drama des frühen deutschen Kinos. Ich erwähne das Buch insbesondere deswegen, weil es für mich auch in meiner Studienzeit sehr, sehr wichtig war. Und das ist von 1990. Viele andere Filmpublikationen, unter anderem zu Germaine Dulac, Asta Nielsen, die immer wieder begleitet waren, eben von umfangreichen Filmprogrammen, eben auch zusammen mit Carola Kramann. Ich erwähne jetzt keine anderen Titel mehr, sondern sehr viele auch philosophische Bücher, auch zum Kino und zum Film. Aber vor allem Dingen, und das ist eigentlich so, also sehr, sehr wichtig, ist sie eine passionierte Kinogängerin. Und ist sowohl bei uns hier im Kino sehr, sehr häufig, aber auch in anderen Kinos in Frankfurt und Paris früher und an vielen anderen Orten der Welt, auf vielen Festivals unterwegs. Und genau, deswegen ist es auch so wichtig, auch dieses Buch jetzt, weil es eben nicht nur um den Film geht, sondern auch um den Ort des Kinos und deswegen eben auch die Präsentation heute Abend hier im Kino. Genau, soweit zu Heide. Dann freue ich mich auch, dass Alejandro Bachmann heute Abend hier ist und ich möchte dich eigentlich sozusagen mit deiner eigenen Definition vorstellen, weil ich die sehr, sehr sympathisch finde. Du definierst dich als Filmarbeiter mit Schwerpunkten in Vermittlung von und Schreiben über Film sowie in der Zusammenstellung von Filmprogrammen und dieses Wort eben Filmarbeiter finde ich sehr sympathisch. Von 2010 bis 2019 hast du im Filmmuseum in Wien in den eben genannten Bereichen eben Filmvermittlung, Forschung und Publikation gearbeitet. Du hast mitgearbeitet bei mehreren Festivals in der Filmauswahl, bei der Diagonale in Graz und in Duisburg beim Dokumentarfilmfestival und bist seit 2021 Gastprofessor für Filmgeschichte und Medientheorie an der KHM in Köln und hast auch viele Publikationen mit herausgegeben. Soweit jetzt die kurze Vorstellung und dann übergebe ich das Wort an Heide, die noch ein paar Worte zu dem Filmprogramm, was heute Abend eben auch zu sehen sein wird, sagen wird und dann übergebe ich sozusagen das Wort an euch beide mit der Buchpräsentation. Ja, ich wünsche einen schönen Abend. Natascha, gib es mir ruhig. Achso, nimmst du ein? Okay. Nee, ich nehme das jetzt hier. Ist es an? Ja, ist an. Gut. Also ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und mit dem Buch hier zu sein und dass so viele gekommen sind, ist natürlich ganz, ganz toll. Also ich danke euch und danke jetzt aber auch allererst mal hier dem Kino, im Filmmuseum, Natascha Gikas und Andreas Beilharz, dass ihr mich hier eingeladen habt, uns hier eingeladen habt, das ist wirklich ganz toll. Und Natascha, damals, als mein Buch rauskam, da hast du ja schon hier eine Reihe gemacht, 1913, glaube ich, war das zum frühen deutschen Kino. Ne? Also da war schon so eine Zusammenarbeit eigentlich fast da. Ne? Ne? Okay, und danke dir für die guten Worte. Ne? Alessandro, ich danke dir natürlich ganz besonders, dass du mich gefragt hast, ob wir das machen wollen und ich habe natürlich gleich zugesagt und finde das toll, dass du hier aus Wien gekommen bist und wir heute Abend diese
dieses Buch irgendwie ins Gespräch bringen und zum Publikum hoffentlich. Jetzt zu den Filmen. Es laufen zwei Kurzfilme zu Beginn und einer am Ende. Zu dem letzten werde ich dann noch was sagen. Und jetzt erstmal zunächst der Film Faszinierendes Puppenhaus von Uli Versum von 1987. Den Film habe ich kennengelernt, ich glaube auch 87 war das, da kam er raus auf dem Festival Kurzfilmfest Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen und Carola Grammann hatte ihn dort eingeladen und das ist einfach ein faszinierendes Erlebnis, was man mit dem Film hat. Der läuft, ist ein 35mm Film und sehr, sehr toll, denke ich. Und das Mikro ist wieder so etwas komisch. Nein, ist in Ordnung. Der einen Hauptdarsteller möchte ich erwähnen da, das ist Ades Zabel von den Teufelsbergern, der Comedy-Gruppe, die schon in den 80ern und ich glaube immer noch heute auch auftritt. Ne? Also Ades Zabel. Gut, und Uli Versum hat ihn gemacht, den Film. Das nächste ist ein Film von 1912, Falling Leaves von Alice Guy. Den hat die Kinothek auch schon 2012 in einer Alice Guy-Retrospektive gezeigt und damals hat ihn Kim Tomadioglu hier vorgestellt, auch präsentiert und es war schwierig, eine Kopie aufzutreiben und da haben wir nochmal an Kim geschrieben und dank ihr und dank ihrem Kollegen Frank Weili haben wir jetzt einen Download-Link bekommen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Projektion, die wir haben werden. Der Film 1912, Alice Guy, in den Solax-Studios in USA gedreht. Alice Guy hat ja bis 1904 in Frankreich Filme gemacht und ist dann nach USA gegangen und die Kopie des Films liegt eben in der Library of Congress und von daher haben wir dann auch über Frank Weili diesen Link bekommen. Ja, das sind erstmal diese beiden Filme und zum dritten The Fallen World von Marjorie Keller sage ich aber dann noch was. Okay, ich wünsche jetzt erstmal gute Projektion und dann werden Alejandro und ich uns mit dem Buch beschäftigen. Dass Sie da sind. Wie Heide Schlippmann gerade auch angekündigt hat, werden wir jetzt sozusagen versuchen, so einen kleinen Einblick in das Buch zu geben, was gar nicht so leicht ist, weil es ist sozusagen vom Seitenumfang kein besonders dickes Buch, sind 144 Seiten, glaube ich, aber die haben es in sich, kann man sagen. Es sind sozusagen wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche Diskurse, die da miteinander verwoben werden, philosophische, ästhetische, historische. Das macht aber auch den Reiz, finde ich, dieses Buches aus, dass es sozusagen wirklich auch ein hohes Maß an Komplexität hat und gleichzeitig sowas vielleicht wie eine, wie ich finde, auch sehr klare Schönheit. Wir werden das machen, indem wir 5 Ausschnitte, die wir ausgesucht haben, vorlesen und versuchen im Nachhinein immer vielleicht kurz darüber zu reden, vielleicht auch ein paar Bezüge zu den Filmen, die Heide ausgewählt hat, herzustellen. Und ganz kurz werde ich versuchen, am Anfang mit dir neben mir sitzend sozusagen versuchen zu skizzieren, was du in diesem Buch getan hast. Das Buch trägt den Titel Raum geben, der Film dem Kino. Und ist der Versuch, könnte man sagen, einer Kinotheorie, das heißt, es ist der Versuch, den Film nicht losgelöst von dem Raum, in dem er historisch betrachtet am meisten aufgeführt wurde, so kann man es vielleicht sagen, zu denken, sondern sozusagen den Film immer im Rückbezug oder im Zusammenhang mit dem Kinoraum zu denken. Und das Buch macht das in drei großen Kreisbewegungen. Die erste große Kreisbewegung und das erste große Kapitel lautet Theorie des Kinos. Und der Ausgangspunkt dieser Theorie des Kinos ist dieses Buch von Carsten Witte, Theorie des Kinos, Ideologiekritik der Traumfabrik, das Anfang der 70er Jahre herausgegeben wurde und, glaube ich, kann man sagen, einer der wenigen Versuche war, in der Zusammenstellung von theoretischen Texten sowas wie eine
Theorie des Kinos aufzuspüren. Und gleichzeitig wird in dem Buch festgehalten, dass es aber eigentlich keine Theorie des Kinos gibt, sondern immer nur eine Theorie des Films. Und davon ausgehend geht das Kapitel sozusagen einen Weg durch die Geschichte des Films, würde ich sagen, und vor allem die Geschichte der Theorie und versucht herauszufinden, wo es kurze Momente einer Theorie des Kinos gab, wann diese mögliche Theorie des Kinos stärker im Verschwinden begriffen war, nämlich in den 70er Jahren, vor allem mit der Apparatustheorie von Jean-Louis Baudry, und wann es sozusagen in den 80er Jahren mit dem Übergang der Filmwissenschaft auch in die Medienwissenschaft eigentlich das Interesse für den Kinoraum und für die Spezifika des Kinoraums vollkommen verschwunden ist. Das zweite Kapitel trägt den Titel Geschichtsanschauung und nimmt zum Ausgangspunkt eine Diskursverschiebung, könnte man das vielleicht nennen, Anfang der 80er Jahre, die sich neue Filmgeschichte oder neue Filmgeschichtsschreibung nannte und die eigentlich versucht hat, eine Theorie des Films rückzubinden an eine Geschichtstheorie. Und Heide, du fragst darin sozusagen, die Frage ist nicht, ob man Theorie und Geschichte in Verhältnis zueinander stellen muss, sondern die Frage ist, welche Geschichte man eigentlich zur Theorie ins Verhältnis stellt. Eine Möglichkeit, und so ist es auch vielfach passiert, wäre eine Technikgeschichte ins Verhältnis zur Theorie zu stellen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Geschichte gesellschaftlicher Realitäten in ein Verhältnis zum Theorie des Films zu stellen. Oder eine weitere, und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine, die du präferierst, wäre eine Geschichte als Bewusstseinsgeschichte in ein Verhältnis zur Theorie des Films zu stellen, so wie es Siegfried Karkauer und Helmut Plessner getan haben. Und im dritten Teil des Buches versuchst du dann selber sozusagen den Raum des Kinos zum Greifen zu bekommen, und das tust du, indem du nicht sozusagen 1895 oder dann eigentlich erst 1905 oder so, als der Kinoraum sowas wie etabliert wurde, beginnst, sondern indem du den Kinoraum in eine längere Tradition stellst, in eine Tradition des Nachdenkens über private Räume. Bei Jean-Jacques Rousseau, bei Immanuel Kant, bei Karl Marx, bei Hannah Arendt, und versuchst eigentlich den Raum als einen Raum zu denken, in dem nicht einfach ein Privatraum ist, sondern der eigentlich ein Raum ist, der auf den Verlust des Privaten antwortet oder der den Verlust des Privaten reflektierbar macht. Oder so könnte man es vielleicht sagen. Genau. Das ist jetzt der Versuch, dieses Buch grob zu greifen. Was mir an dem Buch sehr gefällt, ist einmal, dass ganz unterschiedliche Perspektiven in dem Buch sichtbar werden. Eine theoretische Perspektive, die Perspektive einer Kinogängerin, die Perspektive einer Feministin und die Perspektive einer Kinomacherin. Dann, das hatte ich schon erwähnt, was mir auch an dem Buch gefällt, ist es, dass es einerseits theoretisch sehr komplex ist, so komplex, dass es mich persönlich auch immer wieder an einen Punkt gebracht hat, wo ich immer wieder neu anfangen musste und ansetzen musste, und gleichzeitig aber eben Formen oder Momente hat, die sich einfach auch sehr schön und sehr poetisch lesen und in denen etwas sehr klar, aber sehr schön auf den Punkt gebracht wird. Das Dritte, was an dem Buch irgendwie erstaunlich ist, ist, dass es so eine zirkuläre Struktur hat. Man hat, wenn man die 140 Seiten von vorne nach hinten liest, das Gefühl, dass man immer wieder an Punkte kommt, über die man eigentlich schon gelesen hatte. Und wenn man weiterliest, merkt man, dass man aber sehr schnell wieder in eine neue Kreisbewegung eingeführt wird. Das heißt, man kommt auf die immer selben Momente zurück und bewegt sich immer wieder auf eine andere Art und Weise davon weg. Und dadurch entsteht so ein Gefühl, dass man eigentlich einen Knoten kennengelernt hat, einen gedanklichen Knoten, der sehr fest gezogen und sehr komplex ineinander verstrickt ist, aber der sozusagen als Knoten irgendwie etwas sagt. Und das Letzte, was mir eben sehr gut an dem Buch auch gefallen hat, ist, dass darin eine Widerständigkeit spürbar ist, eine Widerständigkeit gegen so eine Idee, die sich allgemein, finde ich, in vielen gesellschaftlichen Diskursen widerspiegelt, die sich aber auch in filmwissenschaftlichen Diskursen oder in einem Nachdenken über den Kinoraum und die Zukunft des Films vielleicht, wenn man das so nennen möchte, zeigt, nämlich dass sowas wie die Evolution, die technische Evolution der Medien nicht aufzuhalten sind und dass deswegen unser Denken sich diesen angleichen müsste. Und die Widerständigkeit dieses Buches besteht darin zu sagen, die technische Evolution ist vielleicht nicht in dieser Weise aufzuhalten, aber unser Denken könnte sozusagen in eine andere Richtung gehen. Und mit diesem kurzen Versuch, das zu skizzieren, würde ich sagen, beginnen wir zu lesen. Genau. Und ich wäre als erstes dran, ne? Genau. Ja, wir lesen nämlich im Wechsel. Und dank dir
Alejandro. Und ich finde das ja, ich meine, du hast ja schon eine wunderbare Kritik geschrieben zu diesem Buch. Und das, jetzt der Versuch, das nochmal hier auch vorzustellen, ist prima. Und ich denke aber auch, dass es immer nicht das eine Buch ist, was ich geschrieben habe, sondern dass es sich dann unterschiedlich gelesen wird und vielleicht auch eben mehrere Bücher dann gibt. Ja, irgendwie so. Also du hast die Stellen ausgewählt und ich finde das auch prima. Und das, was ich jetzt lese, das ist ganz zum Schluss von dir ausgewählt worden, als du schon im Zug hierher saßt. Und ich finde das auch gut, weil es vielleicht etwas leichter ins Buch einführt. Die anderen Stellen sind so rausgegriffen und Momente. Und hier ist so ein bisschen das auch positioniert nochmal, denke ich, ne? Also, und das ist, hat in der Überschrift diese Passage Gegenblick. Gegenblick. Die Filmwahrnehmung war noch in den 1970er Jahren, als die Filmwissenschaft ihren Aufschwung nahm, immer Teil der Kinoerfahrung, obwohl bereits eine Generation Fernsehen heranwuchs. Der Film rückte nicht unabhängig vom Kino in den Fokus der Reflexion. Wenn im Rahmen dieser Reflexion ein Denken des Zuschauers analysiert wurde, dann kritisch verstanden als bevormundende Einschreibung des Zuschauerblicks in den Film, als Vorkonstruktion des Sehens. Zugleich war es das Verdienst der feministischen Filmkritik, dass die Frage nach der Wahrnehmung, die die Zuschauerin im Kino hat, radikal gestellt wurde. Den Anstoß dazu gab die Einsicht, dass das Zuschauersubjekt, das die Filme dachten, männlich war. Was aber taten dann die Massen der Frauen im Kino? Dieses feministische Erbe findet sich noch in Miriam Hansens Überlegungen zum Vernacular Modernismen in des Kinos. Danach werden die, weiß Gott, von Herrschaftsgesten durchdrungenen Hollywood-Filme von den unterschiedlichen Publika auf je eigene Weise gesehen und zurechtgedacht. Und dafür geben die Filme, gibt das Kino Raum. Die Filme gegen den Strich zu denken, heißt, sie vom Zuschauer, von der Zuschauerin aus und aus ihnen herausdenken. In den 1920er Jahren war das für die, die Filmkritik schrieben, klar. Sie ließen sich ein in die Masse des Kinopublikums. Filmkritik war im Kino zu Hause, die Transmission des dort Erfahrenen in die Zeitungs- und Zeitschriftenöffentlichkeit erst brachte den Blick von außen hinein auf das Kino und sein Publikum als Teil der Gesellschaft. Doch zugleich wurde ein Gegenblick veröffentlicht aus einem anderen Außen, aus dem Traum des Kinos heraus auf die Realität. Die in solcher Distanz und Diskrepanz zu den Wünschen und Ängsten der vergesellschafteten Menschen kritisierbar wurde. Die Realität. Filmkritik von Rang ist nur als Gesellschaftskritik denkbar. Ein Zitat von Siegfried Krakauer. Das kritische Denken war im 20. Jahrhundert Marx-affin. Es begründete sich immer wieder neu auf Solidarität, nicht allein mit den Arbeiterinnen, sondern mit all jenen, die die kapitalistische Ökonomie erleiden, statt von ihr zu profitieren, den Kolonisierten, den Frauen, den Outcasts. Auch in Krakauers Weimarer Filmkritik spielte dieser geschichtliche und gesellschaftliche Hintergrund hinein. Und noch etwas anderes. Die marxische Begründung auf Solidarität transformiert sich in die der Anerkennung der eigenen faktischen Proletarisierung. Das war damals Avantgarde. Konsequentes kritisches Denken heute bewegt sich in der Spannung zwischen der Solidarisierung mit den Ausgebeuteten und der Anerkennung, selbst auch nicht den Zwängen des Kapitalismus enthoben zu sein, statt Teil der Elite zu sein. Ein paar Seiten später sozusagen, nachdem es hier auch schon darum ging, dass der Raum eben der, oder dass der Kinoraum eben der Raum ist, in dem diese Gegenblicke überhaupt Platz haben und in dem sie vielleicht wieder aufgesucht werden müssen, geht der Text weiter. Mit der Raumvergessenheit entschwindet das humane Moment aus dem Bewusstsein, aus dem Begriff des Films.
Krakauer sah in den 1920er Jahren Obdachlosigkeit als signifikanten Zustand seiner Lebenswelt an und meinte damit sowohl Wohnungsnot und Armut als auch, Georg Lukács' Formulierung einer transzendentalen Obdachlosigkeit aufnehmend, die Abwesenheit von Transzendenz, den Mangel an Sinn. Bereits in der Theorie des Films zeichnet sich eine Veränderung in der Auffassung von unserer Zeit ab. Abstraktheit ist deren Signum und eine unzeitgemäße Betrachtung, daher die des Films als Errettung der physischen Wirklichkeit. Heute ist von einem Mangel an Perspektive des Überlebens zu sprechen. Angesichts der wachsenden Zerstörung der äußeren, der physischen Wirklichkeit und zugleich im Sinne der Frage, wie das, was den Menschen ausmacht, überlebt. Ist die Zukunft versperrt, versagen wir vor ihr, müssen wir uns jedoch nicht gleich auch die Vergangenheit versagen. Im Gegenteil, es ist möglich, statt sie zu archivieren, ihr Raum zu geben, dass sie in ihren humanen Momenten und Bedeutungen aus den Dokumenten hervortritt und uns berührt. Eine Sachverhaftetheit mit Geschichtsfragmenten, der Gefühle korrespondieren, kann entstehen. Alte Schriften sind Fragmente von Geschichte, die sich im Lesen vergegenwärtigt. Ich vermag in der Entwicklung der Medien keine menschheitliche Zukunft zu sehen. Was mir bleibt und ich hier versuche, ist, den humanen Momenten vergangener Wahrnehmung, vergangenen Denkens, im eigenen Schreiben, damit in der Gegenwart Raum zu geben. In meinem Blick auf die Kinofilmgeschichte des 20. Jahrhunderts mischt sich dabei auch weiterhin in diesem Buch immer wieder Siegfried Krakauer ein, wie er mir begegnete und begegnet. Das verloren gegangene Denken des Kinoraums für heute zu reklamieren, das bedeutet dann auch, dafür einzutreten, dass die geschichtliche Wirklichkeit des Kinoraums ohne Angst vor Nostalgie wahrgenommen wird und an der Gegenwart teilhat. Ohne Angst vor dem Selbstverlust in der Selbstzurücknahme aus dem Fortschrittsgetriebe. Darüber hinaus öffnet sich dann die Kinofilmgeschichte des 20. Jahrhunderts auf die weitere Geschichte der westlichen kapitalistischen Welt hin. Der dritte Teil dieses Buchs befasst sich damit. Genau. Ja. Also ich glaube, was in den Teilen ganz gut deutlich wird, ist sozusagen, aus welcher Perspektive du versuchst, über den Kinoraum nachzudenken. Zum einen sozusagen ist das, was du da als kritisches Denken beschreibst, glaube ich, ganz zentral, nämlich sozusagen in Solidarität mit jenen, die an den Kreisläufen, auch an den kapitalistischen Kreisläufen, an den gesellschaftlichen Kreisläufen nicht profitieren, sondern eher von ihnen ausgeschlossen werden und gleichzeitig in dem Versuch zu erkennen, dass man selber auch immer Teil dieser Kreisläufe ist und auch von diesen Kreisläufen betroffen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du ja versuchst zu beschreiben, oder eigentlich könnte ich da sozusagen mal anfangen zu fragen, weil das etwas ist, was mich immer wieder gefragt habe, als ich das Buch gelesen habe, wann für dich eigentlich in deiner eigenen Biografie als Philosophin, als Wissenschaftlerin, aber auch als Kinogängerin dieses Nachdenken über den Kinoraum begonnen hat. Weil, soweit ich weiß zum Beispiel, es gibt 2005 auch einen Text von dir, Filmwissenschaft als Kinowissenschaft, in dem du für die Filmwissenschaft einforderst, dass sie sich, ja, dass sie eine Kinowissenschaft eigentlich sein müsste. Aber kannst du das so benennen, wann so ein Moment war, wo dir klar wurde, eigentlich muss über den Film immer im Zusammenhang mit diesem Raum nachgedacht werden? Ich kann den Moment, glaube ich, nicht sagen, Alessandro. Ich wollte noch mal ein kurzes Zurück auch gehen, weil du das noch mal mit dem Solidarität und so weiter. Für mich ist Kino eigentlich, und das ist auch die Krux heute, eigentlich etwas, was wirklich mit ein Massenphänomen, ne? Und das haben wir natürlich heute nicht. Das ist einfach eine Krux, die nicht theoretisch zu lösen ist und praktisch schon gar nicht. Aber von daher immer dieses, dass auch die Filmtheorien eigentlich mal aus diesen Erfahrungen innerhalb einer Masse, und dafür waren natürlich die 20er Jahre, aber auch in den 50ern konntest du das noch haben. Und meine Generation kommt eigentlich schon ins Kino, als es damit, also hat vielleicht noch so einen
so einen Moment davon mitbekommen. Aber genau das war das Interessante eigentlich am Kino, dass man hier eine Kultur hat, die nicht die der bürgerlichen Tradition entsprechend, sondern es da rausging und von daher eben ja auch gerade in Deutschland, oder in Deutschland eben diese Missachtung auch des Kinos als Kultur und so weiter. Und für mich ist Kino eben von daher nicht zu, also ist das zu unterscheiden von jetzt Kunst, Film als Kunst, das Interessante des Kinos und das Wesentliche ist für mich wirklich, dass es eben herausgegangen ist aus diesem bürgerlichen Kosmos von Kunst und Wissenschaft und Kultur und so. Ja. Und dann nochmal also mit dem Kino. Ich meine, ich habe, und das kommt vielleicht noch weiter auch mehr raus, war für mich Kino natürlich, und ich habe angefangen, über das Kino zu denken, wirklich immer aus der Zuschauerinnenposition und nie versucht, aus der Position des Machers und der Macherin das zu denken. Das ist eigentlich das Gängigere, wenn ich das richtig sehe. Und für mich war es wichtig, diese andere Position, das zu fassen aus dem Zuschauer. Zuschauerinnenwahrnehmung heraus. Und ich weiß es nicht, ich habe natürlich in den 80ern erstmal geschrieben über Filme auch, sehr viel und im Kontext auch feministischer Filmkritik und feministischer Perspektiven, auch psychoanalytisch orientiert. Aber als ich angefangen habe, an der Universität zu unterrichten, also nicht zu unterrichten ist nicht richtig, weil ich habe ja schon in den 70ern an der Universität unterrichtet, aber als ich diese Filmprofessur dann hier begonnen und damit auch die Filmwissenschaft in Frankfurt in der Universität begonnen habe, da war mir schon klar, dass ich mit dem Kino zu tun haben oder das vertreten müsste. Auch im Angesichts dessen, dass die Kinobewegung, die nochmal einen großen Aufschwung in den 70er und frühen 80er hatte, dass die eigentlich schon wieder so ein rückläufiger Bewegung war. Und ich gedacht habe, eine Aufgabe der Filmwissenschaft wäre, die Kinobewegung zu unterstützen. Ne? Viel eher noch, glaube ich, eben als auch wieder da, als das Filme machen, sondern wirklich Kinos. Und deswegen habe ich dann auch überlegt und so ein Konzept, damals auch noch mit Carola Gramann zusammen, Filmwissenschaft als Kinowissenschaft. Ne? Und das entsprechend auch, wie wir das Studium da uns vorstellen. Also da ist das eigentlich dann schon Anfang der 90er Jahre drin gewesen. Ne? Und ich habe ja dann ich bin keine Philosophin, aber ich habe Philosophie studiert und bin davon, mein Denken ist davon geprägt und deswegen habe ich dann auch aus dieser philosophischen Hintergrund heraus auch versucht, Theorie des Kinos auch zu entwickeln mit zum Beispiel öffentliche Intimität, die Theorie im Kino, eine Ästhetik, also Abendröte der Subjektphilosophie, eine Ästhetik des Kinos, also das war so in den 90er Jahren. Da schon immer über das Kino und nicht über den Film nachgedacht. Und dann aber irgendwie, und das war vielleicht so 1915, 16 habe ich angefangen eigentlich mit diesem Buch schon, habe ich gedacht, irgendwie immer mit diesem ins Philosophische, ins Abstrakte, mit dem Kino als Raum, was Handfestes sozusagen zu haben und darüber nochmal zu schreiben und dann auch zurückzugehen eben auf Carsten Wittes Postulat, wir haben eine Theorie des Films, eine Theorie des Kinos haben wir nicht, so ist es. Ne? Und was für mich immer ein Postulat, also mir wirklich wie so ein Postulat, wir müssen eine Theorie des Kinos entwickeln. Und dann eben auch geguckt, wo gab es das vielleicht schon ansatzweise, und es gab es ansatzweise, ne? Und, aber eben auch wieder versagt. Ne? Also das zur Frage, wann begonnen, also langer Prozess eigentlich. Und, Vor dem Hintergrund würde mich auch interessieren, wir haben das ja vorhin, glaube ich, auch schon kurz gehört, das Buch ist eigentlich 2020 schon erschienen. Das ist Ende 2020, also 2021 eigentlich war es dann. Ja. Jetzt haben wir 2022, machen die Buchpräsentation. Das liegt unter anderem auch daran, dass Corona sozusagen wann immer schwerer macht. Ja, ja. Gleichzeitig ist das Buch, als ich es gelesen habe, sozusagen kam mir vor wie genau zum richtigen Zeitpunkt, weil natürlich die ganze Diskussion
darüber, wie Filmkultur weitergeht, sowieso schon seit Jahren geführt wird, diese Frage Kinos, Online, Streaming, diese ganzen Fragen, die da thematisiert werden. Aber genau in dem Moment, als ich das Buch gelesen habe, also ich glaube, ich habe es ein paar Monate gelesen, nachdem so die ersten Reaktionen von Filmfestivals, vor allem Filmfestivals, aber auch Kinematheken und so weiter in Deutschland, in Österreich und so weiter, auf diese Corona-Situation praktisch sichtbar wurden. Und da wollte ich dich fragen, das Buch ist nicht sozusagen als Antwort auf diese Reaktionen entstanden, aber man kann es auch so lesen. Und ich wollte dich fragen, wie hast du den Diskurs in diesem Moment Corona um das Kino wahrgenommen? Also ich habe natürlich dann auch gedacht, ah ja, kommt ja jetzt vielleicht gerade richtig nach. Ne? Aber es ist ja nun wirklich kein Aktualitätenbuch. Und mir fiel also dann auf, dass sehr viel jetzt Aktivität ausbrach, wie können wir das transponieren auf die Festivals zum Beispiel, finden dann eben, wie sagt man, statt? Hybrid. Oder? Hybrid, ja, Hybrid, okay, ne. Gut, und dass da eine Hektik und zum Teil auch eine gewisse Euphorie ausbrach. Wir können das jetzt alles doch, und dann haben wir auch die Weltöffentlichkeit dazu, wenn wir das jetzt im Netz bringen. Und was da erstens an Arbeit wieder in technischen Umsetzungen hinter den Kulissen stattfand und auch eben, dass man so schnell dabei war, jetzt dem, was eh Trend der Zeit bis heute ja ist, also Covid kam ja wie gerufen für bestimmte Industriezweige eben der digitalen Technologien und so weiter, ne? Also wirklich, und das hat ja auch einen unglaublichen Aufschwung da gegeben in diesen, also Apple und Konsorten und auch noch in diesen ganzen Versandunternehmen wie Amazon und so weiter. Und das ist ja bis heute noch so. Und da dachte ich, wie können wir da einfach so draufspringen und sagen, wir machen das jetzt auch. Ne? Und dann gab es natürlich auch gemischte Stimmen, die gesagt haben, also man hält dran fest, das wieder auch also analog zu machen, die Festivals, aber man ist jetzt eben darauf angewiesen, und zum Teil war man es ja einfach auch finanziell, man hatte Förderung und musste dann das Festival irgendwie durchziehen, wo man auch anders hätte reagieren können. Und meine Meinung war ja auch dazu, erstmal abwarten. Nicht hektisch agieren, sondern erstmal abwarten und sich überlegen und vielleicht auch zu positionieren, was wollen wir eigentlich, was wollen wir mit den Festivals und was ist uns da wichtig und wie verhält sich das auch zu diesen ganzen Förderregularien und Ansprüchen und so weiter, die sowieso immer mehr die Arbeit erschweren, ne? Und einengen. Und insofern, da möchte ich auch sagen, dass mich sehr gefreut hat, es gab ein kleines Festival in Regensburg, die eingeladen haben, auch zu einer Diskussion. Und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir jetzt nicht, das verschieben wir dann um ein Jahr. Und haben mal eine Diskussion im Zoom gemacht, die auch ganz schön war. Aber sie haben das ganze Festival wirklich um ein Jahr verschoben und dann auch die Diskussion, saßen wir alle in Regensburg und haben miteinander geredet. Und das fand ich eigentlich von so einem kleinen Festival, Transit heißt es, fand ich sehr schön. Also es gab solche und solche Verhaltensweisen, aber es fiel erstmal auch sehr auf, dass dieser Trend eben jetzt doch drauf zu springen auf die Digitalisierung und natürlich auch vielleicht der Reiz, das mal zu versuchen. Ja, das Interessante ist, du hast ja auch auf der Homepage der Kinothek Assa Nielsen hast du so einen ganz kleinen Text geschrieben zu sozusagen so ungefähr das zusammenfasst, auch was du gerade artikuliert hast, was ich an dem Text sehr mochte, ist, dass du gesagt hast, wir müssen eigentlich jetzt erstmal dem nachfühlen, was wir verloren haben oder was wir in Gefahr sind zu verlieren. Und das ist etwas, was in der Passage, die wir gelesen haben, finde ich, anklingt und was sich ganz stark unterscheidet zu fast allen anderen Wortmeldungen, die im Rahmen dieser Covid- und Kinosache kamen, nämlich
dass du aus Perspektive des Publikums gesprochen hast, das etwas verloren hat und gesagt hat, dem müssen wir nachspüren, bevor wir darüber nachdenken, wie es weitergehen kann. Während natürlich die ganzen anderen von Festivalleitern und so weiter, vor allem Männern, muss man auch sagen, sozusagen, da wurde das Publikum reduziert, auch auf eine Abstraktion, auf nämlich Zahlen eigentlich. Und die Frage war, können wir nicht größere Zahlen machen mit sozusagen dem Online-Gehen? Und es gab überhaupt gar keinen Versuch, auch nur zu spüren oder zu fühlen, was geht da jetzt verloren, sondern genau wie du sagst, sozusagen so eine unglaubliche, okay, der Fortschritt ist da, lasst uns so, also der Wettbewerb schien mir zu sein, wer kann am besten und schnellsten auf den Fortschritt reagieren? Ne? Und das sozusagen klingt in deinem Buch halt sehr stark an, das ist deinem Begriff nach kein kritisches Denken, sozusagen. Ja, ja, klar. Also nicht sich die Vergangenheit versagen. Ja, ja, doch. Und was in dieser Passage, ich habe das dann mehr, ich dachte eigentlich, hast du schön ausgewählt, und was mir da gefallen hat, dass in dieser Passage so dieses humane Moment da drin ist. Und das ist natürlich eigentlich auch etwas, was du gar nicht benennen kannst. Also wir sind nicht, wir haben nicht den Humanismus, wir haben nicht, was ist Humanität? Aber ich denke, man kann auch nicht ohne das auskommen. Und insofern versuche ich ja sowieso, und da hast du das mit diesen Kreisbewegungen auch, dass es nicht, dass man nicht etwas in fixe Begriffe fassen kann und das ist es dann und gar noch definieren könnte, sondern dass man das irgendwie umkreisen sollte. Und ich denke, dieses nicht zu fassende Wort eben Humanität oder also braucht man noch. Und ich bin nicht für den Posthumanismus und habe auch meine Fragezeichen daran, ob man von einem Anthropozän sprechen sollte und so. Gut, lesen wir mal den zweiten Teil. Dazu muss man vielleicht einfach nochmal wiederholen, dass dieses Buch von Carsten Witte für dich eben ganz entscheidend ist in deinem ganzen Nachdenken über eine Theorie des Kinos. Und das zum anderen Carsten Witte noch einen anderen Bezug hat zu einem anderen Theoretiker, der für dich auch sehr wichtig ist, nämlich Siegfried Krakauer, weil Carsten Witte diese Bücher herausgegeben hat von Siegfried Krakauer auch in den 70er Jahren. Und Krakauer aus unterschiedlichen Gründen für dich wichtig ist. Zum einen, weil er sozusagen das Kino eben immer im Zusammenhang mit einer gesellschaftlichen und materiellen Realität auch gedacht hat. Und weil er das Kino auch eben als Widerstand gegen eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz der Abstraktion oder der Abstrahierung gedacht hat. Und ein weiteres Element, was auch in dem ersten Teil schon anklang, weil für ihn selber das Kino auch als Exilant sozusagen eine große Bedeutung hat und das etwas ist. Außenseiter sowieso. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau, und ja. Ohne in Lokalpatriotismus mich zu ergehen, aber es waren beides ja zeitweise Frankfurter, ne? Also Krakauer hat hier für die Zeitung geschrieben und ist auch hier geboren und hat gelebt und musste emigrieren. Und Carsten Witte hat ja hier in Frankfurt auch geschrieben für die Rundschau und hat an der Universität erste Filmseminare gegeben damals und war von den Anfängen auch des kommunalen Kinos, als das noch Independent Film Center war, im Theater im Turm stattfand, zweimal in der Woche, und dann wurde daraus das kommunale Kino. Und seither, also da war er auch immer dabei, und seither kannten wir uns. Und gut, das dazu. Das ist in diesem Kapitelchen das private Denken, was man so und so sagen kann, das private Denken oder das private Denken. Andere Blicke. Filmtheorie, und sei es eine, die in der Wahrnehmung des Kinogängers, der Kinogängerin gründet und die explizite oder noch mehr implizite Züge einer Theorie des Kinos enthält, wurde als Teil einer Öffentlichkeit publiziert, einer jahrhundertelang von männlichen Bürgern gebildeten Sphäre. Frauen ließen sich zwar nie ganz ausschließen und im 20. Jahrhundert forderten sie vehement ihre Teilhabe. Gleichwohl dauerten und dauern die etablierten Strukturen an. Es gibt einen Ausschluss, der einer bewussten Entscheidung oder Haltung gar nicht bedarf, angefangen mit der öffentlich geforderten oder auch nur eingespielten Sprache.
Im Rückblick gesehen kann es so scheinen, als ob Carsten Wittes Forderung nach einer Theorie des Kinos zwar nicht überflüssig war, aber wohl mit der Entfaltung und Sichtbarmachung der in Krakauers filmtheoretischen Schriften enthaltenen Theorie beantwortet wäre. Doch lässt sie diese Theorie des Kinos sich auch als, also Carstens Forderung, doch lässt sie sich auch als Aufforderung verstehen, die von der Öffentlichkeit strukturell Ausgeschlossenen zu Wort kommen zu lassen, ihre Wahrnehmung und Reflexion. Eine Theorie derer entstünde, die als Zuschauer und Zuschauerinnen dem Kino, aber nicht der Öffentlichkeit zugehören, denen der Gang ins Kino offen steht, aber der Eintritt in die Öffentlichkeit nicht gleichermaßen. Innerhalb der bürgerlichen Geschichte trennte die Einteilung in öffentlich und privat zugleich die Geschlechter. Die Lebenssphäre der Frauen bildete sich in einer Geschichte des Privaten und die Wahrnehmung des Kinos im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert geschah von dieser Sphäre aus und war durch sie geprägt. Wittes Forderung ging unter. Aus ihr könnten aber viele Theorien entstehen oder hätten entstehen können, entsprechend der Vielheit der Publika, die an den Projektionen weltweit verbreiteter Filme teilhatten, aber von der Mitbestimmung an der Bildung einer Weltgemeinschaft, repräsentiert im Völkerbund nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinten Nationen, die von dieser Bildung einer Weltgemeinschaft ausgeschlossen blieben. Heute mit der Wendung zu digitalen Technologien sind allerdings die Formen der Verbreitung von Filmen Teil einer einzigen Öffentlichkeit, der Medienöffentlichkeit. Die Differenz, die zwischen Kino und herrschender Öffentlichkeit bestand, existiert nicht mehr. Umso stärker fällt die Existenz konkreter Räume jeweiliger Aneignung der zu Medien gewordenen Filme ins Gewicht. Eine Theorie, die aus der Geschichte feministischer Filmkritik hervorgeht, fängt mit dem Blick auf das Kino nicht als Öffentlichkeit, sondern als Privatraum an. Das Kino als Privatraum anzusehen, das legt eine Revision der Öffentlichkeitsdebatte nahe, so wie schon im vorigen Teil eben dargestellt hier in diesem Buch. Doch zugleich kann das Kino nicht einfach eine Gestalt des Privaten sein, wie sie sich schon in der Antike finden lässt, worauf Johanna Arendt auch sehr abhebt. Das Kino ist vielmehr bereits das Produkt der Zerstörung dieses Bereichs, nämlich eine Antwort, eine Entgegnung darauf. Eine Errettung, um eine starke Formulierung aufzunehmen. Damit gehört es der modernen Gesellschaft an, aber zugleich nicht nur dieser, sondern ebenso einem außerhalb, einem von ihr durch sie ausgeschlossenen, einem ausgesonderten wie auch einem anderen, gesellschaftlich unerfassten. Aus solcher Schwellenexistenz, ein Ort innerhalb und außerhalb der Gesellschaft zu sein, gewinnt das Kino seinen Moment der Gegenbewegung gegen die Zerstörung. Und damit seine Bedeutung auch für die Öffentlichkeit. Nichts Schlimmeres kann im Kino geschehen als seine totale Integration. Es verlöre seine Substanz. Ich glaube, was ich da gerne dich nochmal nachfragen würde, ist sozusagen, du also redest von dem Kino als so einen spezifischen Raum, der an der Schwelle ist zwischen einem privaten und einem öffentlichen Raum, und redest davon, dass es sozusagen, als das Kino noch, sagen wir, Massenmedium war, sozusagen sowas wie eine Öffentlichkeit gab und sowas wie kleinere Gegenöffentlichkeiten oder kleinere Gruppierungen, die aber nicht an dem großen öffentlichen Diskurs teilgenommen haben. Und darin sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du einen großen Wert, dass es diese Räume gab. Und ich frage mich ein bisschen, inwieweit, also heute, wo wir in einer Zeit leben, wo digital extrem viel verfügbar ist und wo zum Beispiel auch Kinematografien marginalisierter Gruppen weltweit verfügbar werden, online, sich Communities bilden, die sich unter anderem in ja, auf Facebook oder in unterschiedlichen Gruppen darüber unterhalten und ja auch kleinere Öffentlichkeiten bilden, inwieweit das für dich sozusagen trotzdem nicht vergleichbar ist mit den Gegenöffentlichkeiten, die sich im Kino gebildet haben? Also ich denke, dass mir kommt es noch auf was anderes an, nicht auf die kleinen Öffentlichkeiten gegenüber einer herrschenden Öffentlichkeit. Das ist ja die Diskussion der 70er Jahre gewesen, wo der Öffentlichkeitsbegriff ja sehr, sehr stark
gebraucht und diskutiert wurde und es diese Bücher Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit und dann Nick Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Und das hat sich auch auf das Kino, ist auch in der Diskussion des Kinos und des Films aufgenommen worden, eben Kino als eine Öffentlichkeit. Und mir kommt es darauf an, einfach mal den Blick eigentlich anders zu kehren. Also öffentlich ist nicht ohne privat zu denken. Und in dem Zusammenhang war mir wirklich Hannah Arendts Äußerungen zu öffentlich und privat, also das Denken über öffentlich und privat und ihre Schrift dazu, sehr, sehr wichtig, weil sie genau, und das ist die einzige in dieser damaligen Öffentlichkeitsdiskussion, und sie war ja die erste, die schon in den 50er Jahren das veröffentlicht hat, die einzige, die wirklich neben dem Privaten genauso, der Öffentlichkeit genauso den Privatraum betont und das eine nicht ohne das andere ist. Ne? Und ihre Perspektive ist ja sozusagen, es gab eben dieses Nebeneinander zwischen öffentlich und privat, wo das auseinandergreift, und interessanterweise lässt sie immer das Geschlechterverhältnis aus, und das ist auch in feministischer Rezeption in den 90er Jahren schon von Sheila Ben-Habib diskutiert worden, und trotzdem eben ist was sehr Interessantes da drin, dass sie den Bereich des Privaten stark macht und aber sagt, mit der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich fängt die Erodierung des Privatraums an. Er wird entleert, was einmal Ökonomie, die einmal im Haus gehört, zu Haus gehörte, wird eben zu einer gesellschaftlichen Ökonomie und so weiter. Ne? Und das sieht man ja heute auch, alles wird ausgelagert in öffentliche Institutionen und damit auch in kapitalistisch orientierte Institutionen, wie nicht zuletzt die Krankenhäuser, ne? Und Pflegeheime und so weiter. Ne? Und jetzt geht es nicht um eine Idealisierung dieses Privatraums, aber dass der Privatraum etwas für das Funktionieren einer Gesellschaft in Athen, eben einer Demokratie und dann einer bürgerlichen Demokratie, eigentlich von großer Relevanz war und es keine Öffentlichkeit ohne Privatraum gibt. Das war eigentlich bei mir der Gedanke, und dass das Kino man vielleicht mal wirklich vom Privatraum her und nicht immer unter dem Begriff der Öffentlichkeit diskutieren soll, wodurch es dann, wenn man es stark macht als ein Versuch der Rettung des Privatraums, dann ist natürlich auch eine neue Begründung der Öffentlichkeit darstellen kann. Ne? Und in den Anfängen hat es ja sehr stark das Kino auch die Frauen angezogen, und es gibt inzwischen ja sehr viel Forschung auch dazu, welche Bedeutung, welche Rolle die Frauen für die Entwicklung des Kinos hatten erst einmal. Ne? Und das denke ich einfach auch zusammen mit, ist da nicht etwas eingegangen von der Kraft des privaten Raums, indem es also, wie Arendt sagt, es ging um die, um das, der öffentliche Raum ist der Raum der Freiheit, ne? Und im Privaten geht es um die Notwendigkeit, ist der Raum der Notwendigkeit, und ich meine, das ist eine sehr beachtliche Geschichte, ohne Erledigung des Notwendigen keine Freiheit. Ne? Und sie sagt, der Raum ist ein Raum der Notwendigkeit, aber ist auch ein Raum der Dunkelheit und der Sprachlosigkeit, wo sie das auch noch vertieft einfach. Und das finde ich einfach auch so großartig, wenn man aus der Perspektive das Kino schaut. Da wird auch verhandelt, werden auch Notwendigkeiten und Bedürfnisse verhandelt und nicht die auf der höheren Ebene des Geistes diskutiert oder diskursiert. Und es gewinnt Bedeutung, diese Sprachlosigkeit, was nicht heißt, dass du nicht empfindest, dass du nicht wahrnimmst, dass du nicht denkst oder so. Und die Sprache ist ja präfiguriert. Und wenn du sozusagen ein Miteinander gibt in der Sprachlosigkeit, dann ist das auch eine Stärkung, die sozusagen, die vielleicht, wenn ich gezwungen bin, das in Worte zu formulieren, ich mich schon unterwerfen muss einer bestimmten Ordnung, die erstmal patriarchal geprägt war, wenn man es jetzt aus dem feministischen Perspektive zu sehen und auch noch ist. Ne? Also es geht mir wirklich nicht um die verschiedenen Öffentlichkeiten, sondern es geht mir darum, dass eigentlich jedem Mensch ein Privatraum zusteht, aber der ist nicht mehr gegeben eigentlich. Ne? Und was man vielleicht im Kino gesucht hat, ist sozusagen wieder einen Ort, in dem ich einfach
mir nachhängen kann quasi und nicht mich in eine bestimmte, also ja, zu einer bestimmten Person mich formieren muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden und verkehren zu können. Und ich bin dann da und habe trotzdem Teil an der Welt und bin unter anderem und so weiter. Und es ist ja sehr viel, was einem von Filmen vermittelt wird und was auch, der Krakauer hat ja auch darüber geschrieben, wie es eine doppelte Bewegung gibt im Kino. Einerseits den Film nimmt das Publikum in sich auf, aber andererseits trägt es auch wieder was zurück, trage ich auch etwas zurück aus Erinnerungen, aus Erfahrungen zurück in den Film und auf die Leinwand. Und das ist ein enormer Austausch. Und ja, und der findet vielleicht nur so statt, wo es erstmal nicht diese Zwänge einer Wortsprache gibt und wo es auch nicht die Helligkeit gibt und wo man, ja, so, ne? Also das war mir eigentlich sehr wichtig, diese Elemente des Privatraums da nochmal zu gucken, was gibt es da nicht wirklich große Übereinstimmungen oder Affinitäten und dann zu sagen, eben natürlich ist es weder ist das Kino ein Privatraum, noch reproduziert es das einfach, es ist so eher eben eine Antwort, wie hier in dem Text beschrieben, auf eine Zerstörung, eine Erodierung, Entleerung des Privatraums und da nochmal etwas davon zu retten und damit auch eine Grundlage für eine Öffentlichkeit, die anders ist als herrschaftlich organisiert, ne, und durch Ausschluss auch organisiert, ne. Also so. Ja. Leuchtet das ein? Leuchtet mir total ein, weil das natürlich auch dann klar macht, warum das, was ich beschrieben habe, nämlich dass Filme, also dass natürlich in der Onlineisierung, sagen wir, des Kinos auch ein Potenzial steckt, nämlich dass Filme tatsächlich neue Publika finden, aber dass der Austausch über sie eben ein versprachlichter und eigentlich ein rein öffentlicher ist und eben nicht an dieser Schwelle, die du beschreibst, stattfindet. Also die Gemeinschaft sozusagen, es ist keine intime Gemeinschaft, es ist diskursivierte, versprachlichte Gemeinschaft. Und ich frage mich deswegen auch, ist das auch ein Grund, warum das frühe Kino in deinem Denken und in deinem Nachdenken über den Kinoraum so bedeutsam ist, weil es eben, weil die Sprache eine kleinere Rolle spielt und auch selbst hier bei dem Film mit dem Puppenhaus sozusagen ist ja auch ein Film, der ohne Sprache funktioniert. Ist das ein Grund, warum dich solche Filme auch in besonderer Weise interessieren? Ja, für mich war diese Begegnung mit dem frühen Kino, die ja erst mit den 80er Jahren eingesetzt hat, also die war für mich von unglaublicher Bedeutung. Ne? In den 70er Jahren haben wir zwar auch Stummfilm gesehen und eben auch im Vorläufer hier dieses Filmmuseumskino, im kommunalen Kino und sehr viel, also Weimarer Kino und so weiter, ne? Aber in den 80er Jahren habe ich dann Filme von 1900 und 1910 und so weiter, also dieses ganze frühe Kino, was ja allgemein damals wiederentdeckt wurde, die Sachen wurden aus den Archiven geholt, wo sie eben die ganze Zeit, seit der Zeit, als sie rauskamen, auch gelagert haben und sie wurden umkopiert auf Sicherheitsmaterial, sie wurden restauriert und so weiter. Und es war eine große Bewegung und an der hatte ich teil, weil es einfach sehr faszinierend war und für mich nochmal eine ganz neue Dimension von Kino eigentlich eröffnet hat. Ne? Und auch nochmal im Gegensatz dazu, was wir eben auch mit Begeisterung, aber eben auch mit viel Kritik an Hollywood-Filmen wahrgenommen haben und gerade die feministische Kritik hat sich ja sehr daran abgearbeitet. Und da habe ich gedacht, in diesen frühen Filmen und in diesem Kino, da ist einfach... Da stimmt das alles nicht, was wir so mal kritisiert haben. Das trifft auf dieses eigentlich nicht zu. Da gibt es nicht die Durchdringung des Films mit dem männlichen Blick und die Frau ist da nur das Bild und so weiter. Das stimmt dafür nicht. Und das hat eben da für mich auch theoretisch schon was in Bewegung gesetzt oder zurechtgerückt. So, ne? Und also das hat sicher massiv dazu beigetragen, dass sich das Kino dann auch so für mich so in den Blick gerückt hat. Und das ist übrigens natürlich auch mit dem ganzen Wiederentdeckung auch bei anderen wieder in den Blick gerückt, weil die frühen Filme sind vom Kino noch weniger zu trennen als die späteren eigentlich, weil wir haben jetzt hier einen frühen Film von 1912 gesehen, aber eigentlich hätte der mit Musikbegleitung, hier wäre das eigentlich richtig gewesen. Und das haben wir jetzt nicht gehabt und war ja auch interessant, es so zu sehen, denke ich. Ne?
Aber das gehörte dazu. Das gehörte, was im Kino passierte, gehörte eigentlich dazu. Es gab nicht nur den Film, sondern es gab unter Umständen auch jemanden, der gesprochen hat, ein sogenannter Erklärer, wenn nicht die Zwischentitel dann da waren. Und man hat immer Musik gespielt. Also, und als ich das erste Mal auf dem Stummfilmfestival in Pordenone war, war ich eigentlich ganz fasziniert und auch eben diese Musik im Raum, die da präsent war. Und als ich dieses Buch geschrieben oder dabei war, das zu schreiben, dann war ich auch wieder nochmal zum Festival in Pordenone. Das war dann eben schon in den 2010er Jahren. Und dann habe ich nochmal gedacht, ja, das ist nochmal so ganz eigen Kino, ne, so dieses Zusammen. Das ist wirklich nicht hier ist Publikum und da ist die Leinwand und der Film, sondern es ist ein Zusammenhang. Und eine englische Autorin und Filmkritikerin aus den 20er, frühen 30er Jahren, Dorothy Richardson, hat ja auch einen sehr schönen Text damals im Übergang zum Tonfilm geschrieben und hat da, der hat den Titel The Film Gone Male, und wo sie dann auch ausführt, dass eigentlich das Kino bis dahin weiblich eine Sache der Frauen war. Und was wirklich auch sehr übereinstimmt mit den ganzen Forschungen, die es inzwischen vor allen Dingen von Frauen zum Stummfilm gibt. Es gibt ja auch diese große Verbindung Women in Silent Cinema, also so ein Netzwerk dieser Forschung und so weiter. Also es war ein Raum mit Film und wo die Frauen eine große Rolle spielten. Und das, also wie gesagt, das Stummfilm, das frühe Kino, war für mich einfach, glaube ich, schon sehr, sehr entscheidend. Und ich habe ja meine Studierenden auch immer damit konfrontiert, dass ich in der Einführungsveranstaltung immer aus dem Anfang des Films, also immer frühe Filme gezeigt habe, was ein solcher Bruch mit dem Gewohnten war. Und ich dachte, das ist vielleicht ganz gut, dass man diesen Bruch erstmal hat und dann auch natürlich sieht, was Film eigentlich, wie Film gewesen ist, ne? Und was Kino war. Dann lass uns Wenn ich zu viel rede. Nee, finde ich nicht. Aber lass uns trotzdem den nächsten Teil lesen, weil der unter anderem auch nochmal um das frühe Kino kreist. Zum einen sozusagen, das hatten wir schon gesagt, also du versuchst den Kinoraum als Privatraum zu denken und du stellst ihn damit in eine Tradition von Denkerinnen und Denkern, die sozusagen das Private auch als teilweise nicht nur das Private, bei Marx ist es die Fabrik zum Beispiel, als so einen Widerstand gegen die technologisch-ökonomische Geschichte lesen. Das ist das eine. Und du erwähnst jetzt in dem Teil, den ich gleich vorlesen werde, auch André Gaudreau. Das ist ein kanadischer Theoretiker, der eben zu diesen neuen Filmgeschichtstheoretikern gehört, die in den 80er Jahren anders nochmal über den Stummfilm nachgedacht haben. Und ja, du hast ja auch gerade erklärt, was das für dich bedeutet hat. Der Teil, den ich lese, ist aus dem Abschnitt Die dem Film eigene Geschichte. Im Zusammenhang der Gegenbewegung gegen die Durchsetzung des abstrakten Raums erschließt sich, warum der Film seinerseits erst im Kino wird, was er ist. Und warum ihn auch als Raum zu sehen und nicht der Zeit zu subsumieren so entscheidend ist. Das dominante Bild vom Film folgt immer noch dem Eindruck der Zeitforschung allein, die Étienne Jumarey zur Entwicklung der reinen Fotografie und infolge des Films führte. Eine Forschung, die einer den Lebewesen je eigenen Zeit galt und in ihrer Einseitigkeit, wie Anson Rabinbach zeigte, letztlich den Interessen der Ökonomie folgte. Doch die Filmgeschichte hat ihren ungeheuren und ganz eigenen Aufschwung nicht aufgrund eines wissenschaftlichen Interesses genommen, sie folgte eben der Not, die in der Masse der Kinogängerinnen und Kinogänger manifest wurde. Dank ihrer wurde die Isolierung der Frage der konkreten Zeit von der grundlegenden des Raums aufgehoben. Der Film, der Kinogeschichte machte, kommt nicht unmittelbar aus dem Labor. Als er in die Studios wechselte, erneuerte er sich aus der Suche nach der Eigenheit des Raums, der je eigenen Räume. Die verkörperten Lumières Kameramänner.
Genau, die Suche verkörperten die Miers Kameramänner. Sie zogen in alle möglichen Gegenden der Welt und nahmen Landschaften, Städte, Häuser und Hütten, Fabriken und Werkstätten auf, in denen Menschen lebten und arbeiteten. Das war etwas anderes als Marais Bewegungsstudien. Es hatte eine Nähe zu Edward Steichens fotografischem Projekt Family of Man, auf das Siegfried Krakauer am Ende der Theorie des Films zu sprechen kommt. Doch jenseits solcher Sammlungen und Ausstellungen von Lebenswelten lässt die Suche des Films nach dem eigenen, seiner inneren Räumlichkeit entsprechenden Raum, lässt die Bildung einer Umwelt, des Kinos, ihn aus dem Labor in seine Geschichte treten, die dann zugleich Kinogeschichte wird. André Gaudriot hat in gewisser Weise recht, die Welt des Méliès als eine vor dem Kino zu behaupten, gleichwohl bildete sie sich auch aus dem Bedürfnis eines eigenen Raums. Méliès-Filme sind durch das Varieté geprägt. Indem sie diesen Ort als ihre Welt adaptieren, brechen sie bereits entscheidend aus dem Ernst der Wissenschaft und dem Positivismus der Forschung aus. Sie werden spekulativ, um spektakulär zu sein. Alleine der Anspruch des Spektakulären beschränkt sie zugleich. In dieser frühen Zeit hatte Alice Guy, eine Migrantin unter den Pionieren, vielleicht als einzige eine deutliche Ahnung vom Kino. Sie sprengte den Zirkel von Wissenschaft, Technik und Industrie, in den sie als Sekretärin bei Gaumont eingebunden war, weil sie erkannte, welches Potenzial der Film jenseits dieses Zirkels hatte. Und sie wusste, er kann dieses Potenzial entfalten, wenn er das Umfeld wechselt. Wenn er eine ihm gemäße äußere Welt bekommt. Einen Ort, der dem Alltagsbedürfnis einer wachsenden Masse von Menschen entspricht und an dem sich Film als Raum gemeinsamen Wahrnehmens der Wirklichkeit, gemeinsamen Träumens und gemeinsamen Geschichtenerzählens verwirklichen kann. Auch wieder mehrere Punkte an der Stelle, aber eine, die ganz zentral ist, ist dieses Verhältnis von, denkt man den Film sozusagen als Zeitmedium oder denkt man ihn als Kino und damit als Raummedium? Jedenfalls Zeit und Raum. Ja, oder als Zeit- und Raummedium. Kannst du dazu noch vielleicht das versuchen, noch ein bisschen auszuführen? Naja, ich habe natürlich dann auch immer Deleuze vor mir und dessen Theorien da eben des Films dann eben im Zeitbild kulminiert dann oder auch endet dann und der damit schon auch eine Abstraktion vom Raum und auch vom Kino ja vornimmt, das ist schon ganz klar und damit wird auch seine Theorie oder wie soll man das eigentlich, seine Kinobücher, seine Filmbücher, seine beiden, das wird ja auch so eine Abfolge durch die Filmgeschichte, werden Filme eben und Autorinnen und Autoren behandelt. Und ich will ja nicht jetzt dagegen jetzt aufmachen, das alles vom Raum her zu verstehen, aber sozusagen dieses, den Raum eigentlich abzuhängen, zu verdrängen auch in einer gewissen Weise. Darum geht es mir, dagegen zu schreiben und welche Bedeutung eigentlich der Raum und auch der äußere Raum, nicht nur der Raum im Film eben und damit das Kino hat und das ist ja für die Filme auch, die in diesem Zusammenhang auch erstmal entstanden sind. Ne? Und dann machst du ja ein Verhältnis auf gegen Ende dieses Abschnitts, nämlich zwischen den Filmen von Méliès und den Filmen von Alice Guy. Naja, es ist sowieso, es werden ja immer Lumière und Méliès als die Urväter eben der Filmgeschichte angeführt und jetzt seit längerem schon, seit Jahrzehnten schon bemühen sich Historikerinnen, Filmhistorikerinnen doch auch eben die Alice Guy ins Spiel zu bringen, die zur gleichen Zeit auch Filme gemacht hat. Ne? Und das ist immer noch nicht selbstverständlich, dass man sie da auch im Blick hat. Und auf Lumière natürlich diese Kameramänner, die überall in die Welt gingen und Aufnahmen machten von der Wirklichkeit. Und, das ist sozusagen die Lumière'sche Linie, dokumentierend wie auch immer. Und 80% oder so ungefähr der Filme im frühen Kino waren mal erst dokumentarische Aufnahmen. Ne? Und Méliès hat um die gleiche Zeit eben wie Lumière eben schon diese fiktionalen Sachen, aber die waren sozusagen dann immer
Magie, die Magie des Films oder mit dem Film eben etwas Magisches vor Augen zu führen. Das, denke ich, ist mit dem Spekulativen nicht die Wirklichkeit, sondern das, was überwirklich, übernatürlich und so. Ne? Und bei Alice Guy kann man eigentlich sagen, die hat angefangen jetzt auch mit dem Erzählen, das Filme erzählen. Und dass sie gleich eben damit auch ein Publikum im Auge hatte, was vielleicht neu zu gewinnen wäre. Nicht das alte Publikum des Varietés und so weiter jetzt noch weiter auf eine andere Schiene bringen, sondern vielleicht auch ganz neue Publika zu gewinnen. Ne? Und insofern denke ich, ist sie eigentlich diejenige, die auch am Anfang dieses Film-Kino-Bündnisses steht. Ich habe mir das jetzt auch bei dem Film, den wir gesehen haben, nochmal so ein bisschen gedacht, dass sie ja im Prinzip auch so eine Opposition aufmacht zwischen, sagen wir mal, dem rational-wissenschaftlichen, nämlich diesem Forscher, der diese Medizin entwickelt und gleichzeitig aber ja etwas viel Magischeres und Sehnsüchtigeres sozusagen in dem Kind eigentlich repräsentiert. Genau. Und dass sie das ja auch irgendwie gegeneinander stellt. Genau, genau. Das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Sache an dem Film, abgesehen davon, dass ich ihn überhaupt in seiner Zartheit und hat er selber was Magisches und Anrührendes zugleich. Ne? Nee. Und auch dieses Innen und Außen bei dem Film, also innen dieser Familienraum und dann raus, aber was man schon durchs Fenster, diesen Baum im Garten sieht und wie das Kind dann eben auch nach draußen dahin geht. Und also dieses Verhältnis zwischen innen und außen finde ich auch sehr schön. Ich glaube, eine Sache, die ich mich immer gefragt habe bei dem Buch und die, glaube ich, bei mir besonders eklatant immer dann aufkam, wenn du genau über dieses Verhältnis von, begreift man das Kino als eine Zeit, als ein Zeitmedium oder als ein Raummedium oder als ein Raummedium mit Zeit, habe ich mich sozusagen gefragt, woher kommt das, dass Deleuze sozusagen den Blick, den er eben auf den Film wirft und du einen anderen Blick einforderst und der Blick, den du einforderst, aber nicht der ist, der sozusagen der Dominante in der Theorie geworden ist. Und für mich war, glaube ich, eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, wie lässt sich denn die Erfahrung, die in den Kinoräumen gemacht würde, wie lässt sie sich festhalten und verwissenschaftlichen? Weißt du, wie ich meine? Weil das, was Deleuze machen kann, ist, er kann über die spezifische Form eines Films schreiben. Der Film ist da und er kann sozusagen sein Denken an dem Film festmachen. Das, worüber du schreibst, ist etwas, was in den Körpern und in den Menschen passiert und was im Grunde, wo wurde das festgehalten, frage ich mich. Und habe so nachgedacht, eine Sache, wo es festgehalten wird, vielleicht ein bisschen, ist zum Beispiel die Duisburger Filmwoche, die diese Protokolle haben, der Gespräche nach einem Film. Das wird nicht genau das sein, was du meinst, aber es ist zumindest, wenn man jetzt Protokolle aus den 80ern liest, kriegt man eine Idee davon, was haben die Menschen gedacht und gespürt, als sie im Kino saßen. Aber ansonsten, wo würdest du sagen, wurde das eigentlich festgehalten? Naja, die Frage ist, wie du auch sagst, lässt sich das festhalten oder kommt es eigentlich aufs Festhalten an und kommt es darauf an, dass jemand eine Theorie schreibt, kommt es auf die Theorie an oder kommt es nicht darauf an, dass man das artikuliert und dann eben auch in Sprache bringt, weil alle Menschen können auch sprechen, was sie für Erfahrungen machen im Kino und dass das zur Sprache kommt und dass man das erstmal natürlich absolut in der mündlichen Weise macht, was ja auch zu kurz kommt. Ich kann auch nur noch schreiben sozusagen, ne? Und weil das ist auch das Dominante, ne? Jedenfalls in diesem intellektuellen Wissenschaftskontext und so muss man schreiben können. Und darauf käme es ja an. Also vielleicht ich mache auch Theorie dann, aber man könnte es ja sagen, man müsste das eigentlich viel mehr zurücknehmen und es muss dafür gesorgt werden, dass eben es ein Austausch und das ist eben auch in der Geschichte des Kinos nicht so geschehen, wie es hätte vielleicht geschehen können. Ne? Und das ist ja auch ein Versuch, was dann nochmal mit den 70er Jahren oder schon in den 60ern beginnend gemacht wurde, wo das Massenkino eigentlich schon passé, aber dass man versucht hat, Kino als ein Ort, wo man sich dann auch austauscht über die Filme und wo auch sozusagen was extrapoliert wurde auf die gesellschaftliche Gegenwart und die politischen Verhältnisse.
Verhältnisse und so weiter. Aber eben aus den Erfahrungen, die man im Kino macht und in dem auch irgendwie unzulänglichen Versuch, was zu artikulieren, das muss man einfach auch dem auch wiederum Raum geben, ne? Dass das nicht gleich jetzt perfekt sich festhalten lässt und so, ne? Und deswegen sind natürlich auch mündliche Protokolle sehr, sehr schön, ne? Das ist gut, aber... Wollen wir weitergehen? Ja, ich weiß gar nicht, könnt ihr noch? Ja? Okay. Sind ja, jetzt ist es wir ja sind, auch nicht mehr so viel. Wir haben auch so nicht viel, mehr ne? so viel genau. noch. Jetzt noch eine Sache lese ich noch und noch eine. wo sind wir jetzt? Das ist mit der Lebensphilosophie. Mhm. Ja. Also gut, mit der Lebensphilosophie scheint sich das Kapitel des philosophischen Eingedenkens der Natur, jetzt kommt es eben auch mit der Natur, ne? Eingedenkens der Natur, des Zurück zur Natur geschlossen zu haben. Etwas von ihr, dieser Lebensphilosophie, überdauert in der Phänomenologie. Phänomenologie spielt daher immer wieder eine Rolle in der Diskussion der Filmwahrnehmung, auch und gerade im Zusammenhang mit dem sogenannten analogen Film. Abgesehen davon übernahmen Existenzphilosophie, Strukturalismus, Konstruktivismus und so weiter die Diskursmacht. Heute haben wir eine populäre Philosophie des Virtuellen. Als seinerzeit in den 60ern Filmkritik und Filmtheorie zwei andere Denker des 19. Jahrhunderts, Freud und Marx, also anders als die Lebensphilosophie und Bergson, zwei andere Denker des 19. Jahrhunderts, Freud und Marx, aufnahmen, setzte sie die Filmkritik und Filmtheorie, setzte sie das anscheinend auf außerphilosophische und eher der Wissenschaft, der Psychologie, Soziologie und Ökonomie verbundene Gleise. Doch entscheidend war einerseits, dass mit ihnen der Film aus den Grenzen eines ästhetischen Kosmos befreit wurde, indem er entweder als bloßer Schein, kulturindustrielle Illusionswelt oder als Kunst galt. Zum anderen stärkte die Bezugnahme auf diese Theoretiker die Autonomie der Kritik gegenüber der Wissenschaft. Denn für Freud wie Marx war die Reflexion des Naturverhältnisses, des Eingedenkens der Natur, grundlegend und damit unterminierten beide die herrschende Wissenschaft. Die Rousseau'sche Wendung gegen die Fortschrittsblindheit der Gesellschaft kehrte bei beiden wieder, wenn auch in veränderter und jeweils unterschiedlicher Gestalt. Der Einfluss der Psychoanalyse in der Filmwissenschaft ist anerkannt, doch verlor er bereits in den 80er Jahren an Bedeutung. Heute kommt hinzu, dass in der psychoanalytischen Diskussion Freuds Abhandlungen zur Sexualität und seine Trieblehre in den Hintergrund getreten sind und damit eben jene revolutionären Überlegungen, die das herrschende Menschenbild vom Kopf auf die Füße stellten. Freud nämlich konfrontierte das Bewusstsein und Selbstbewusstsein seiner Gesellschaft mit den Gründen und Abgründen der menschlichen Gattungsexistenz. Diese Naturkomponente passt heute weder in den herrschenden Genderdiskurs noch in die Sicht auf den Film als Bewegtbild, als eines unter anderen Bildmedien. Der Einfluss von Marx auf die Filmwissenschaft ist, anders als der Freuds, gänzlich vergessen. Das ist eine Stelle, in der du, so habe ich es gelesen, sozusagen für dich auch nochmal bestärkst, warum Freud und Marx für dein Denken über das Kino sozusagen sehr wichtig sind. Und das hat mit dieser Idee einer Natur zu tun, die hier auch immer in Anführungsstrichen geschrieben ist. Und gegen Ende dieses Teils machst du dann, würde ich sagen, so ein kleines konfrontatives Feld auf, zu den aktuellen Gender-Diskursen, in denen du sozusagen, von denen du sagst, da hat es so eine Perspektive wie Freud eben sehr schwer und damit vielleicht auch eine Perspektive, die dich interessiert, so würde ich es mal lesen. Und gleichzeitig machst du eine Opposition auf zwischen sozusagen dem Filmbild und dem, was man heutzutage als das Bewegtbild, als eines unter den vielen Bildmedien begreift. Kannst du das ein bisschen versuchen für uns auszuführen? Also erstmal Freud und Marx, das ist natürlich, waren einfach waren sehr wichtige Grundlagen, Theorien oder wie auch immer, auch für die und Grundlagentheorien in dem Sinne, dass sie immer auf eine Praxis verwiesen haben, damals in den 60er, 70er Jahren.
Und von daher sind sie für mich auch immer noch von Bedeutung, weil sie eben nicht eine abgehobene Theorie sind, wo es um einen in sich kreisenden Diskurs geht, sondern weil, und wir haben sie auch so angeeignet im Sinne von, wie können wir uns und wie können wir die Welt verändern. Ne? Ich muss nochmal Wasser trinken. Und jetzt in diesem Buch habe ich sie auch nochmal herangezogen, weil ich im Zusammenhang mit dem Privaten ja auch nochmal auf den Rousseau zu sprechen gekommen bin und wie er schon eine Kritik im 18. Jahrhundert an diesem Fortschrittsdenken der bürgerlichen Gesellschaft, in der Fortschrittspraxis und so weiter. Und dadurch auch populär geworden ist mit einem Zurück zur Natur, was überhaupt nicht hieß jetzt, dass die Gesellschaft abhängt, sondern dass man da auch eine Vergangenheit wieder in die Gegenwart holt. Und für ihn war da so, er hat dadurch auch einen neuen Blick nochmal auf den Privatraum, denke ich, gesetzt. Und in ihn die Frau natürlich, was man so und so patriarchal, aber man auch sehen kann, dass es sozusagen eine Würdigung und eine Unterstützung eigentlich nochmal und eine Erkenntnis der Bedeutung dieses Raums und damit auch eine Rolle der Frauen, ne, für die Gesellschaft auch definiert hat oder begriffen hat und mitgeteilt hat. Und unter dem Aspekt habe ich dann auch nochmal Freud und auch Marx, weil bei beiden sozusagen der Rückbezug des Gesellschaftlichen auf Natur eine Rolle spielt. Bei Freud ist es klar, weil er diese Trieblehre hat und das ist einfach, geht er auf die Physis zurück und dass der Mensch davon, also dass immer damit auch einen Umgang finden muss und bei Marx eben habe ich seit meinem Studium bei Ernst Bloch immer diese Pariser Manuskripte im Sinn und im Ohr eben die Naturalisierung des Menschen und die Humanisierung der Natur, ne? Also diesen Austausch. Das ist etwas, was ich wiederfinde eigentlich in der Theorie des Films bei Krakauer. Das ist ein Moment der Natur in den Film hineinspielt. Das ist nicht einfach etwas von Menschen Gemachtes, sondern da spielt immer Kontingentes und Bewegtes was unabhängig ist vom Menschen und von menschlicher Herstellung, spielt eine Rolle. Ne? Und das ist ja dann auch etwas, was sozusagen für mich den Film ausmacht. Und wenn ich auch nicht unbedingt als Bild dann immer bezeichnen würde, was der Film ist auch nicht Bild, ne? Weil es ist ja immer bewegt und es ist immer was Flüchtiges. Und das Bild ist eher etwas Fixiertes. Und das macht es aber auch aus, dass da immer ein Moment des Nichthergestellten eine Rolle spielt. Und während, wenn ich das richtig sehe, ja doch die ganze digitale Technologie darauf ausgeht, alles herstellen zu können, ne, und auch selbst dieses Eindruck des Nichthergestellten des Films herstellen zu können. Ne. Also deswegen ist mir wichtig diese Unterscheidung. Und das würdest du, wenn ich dich richtig verstehe, eben auch auf die aktuellen Gender-Diskurse, die sozusagen... Bei den Gender-Diskursen sehe ich, dass eigentlich der Körper da auch abgehängt wird, als eine Konstruktion erst und dann auch, dass man ihn beliebig einfach verändern kann. Und ich finde, da geht man eigentlich auch einer ganzen Tendenz der Abstraktion und der Manipulation und des technologischen Fortschritts auf den Leim. Ne? Und ich bin in dem Zusammenhang, denke ich auch, man kann noch nicht einfach dieses Aspekt des Frau, also das kannst du nicht einfach eliminieren und sagen, das spielt keine Rolle, weil es ein jahrhundertelang eine Rolle gespielt hat und ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es nicht diese Geschichte und die hat was auch mit Natur zu tun, die da verändert wird, aber auch da bleibt, ne? Ich denke ja, das ist ja, also auch die ganze Gentechnologie und diese ganzen Versuche eben auch das Gebären und so in die Technologie, also technologisch zu reproduzieren. Also man fast nicht mehr auf irgendwelche Körperphänomene zurückgehen muss, Körpersubstanzen, ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Also. Ich glaube, spätestens jetzt wird vielleicht auch nochmal sichtbar, was ich meinte, dass dieses Buch voller auch
naja, also voller sozusagen Strenge an Ideen und Gedanken ist, die sozusagen, ja, also die diesen gigantischen Knoten bilden, die sozusagen auch diese Kinotheorie ist. Vielleicht bevor wir so einen allerletzten Teil schließen, noch eine Frage, die auch hier drin steckt und die mich auch immer wieder interessiert hat, nämlich du schreibst an einer Stelle, dass mit ihnen, also mit der Psychologie, der Soziologie und der Ökonomie, die durch Freud und Marx sozusagen in Verbindung mit dem Film kam, dass mit ihnen der Film aus den Grenzen eines ästhetischen Kosmos befreit wurde, indem er entweder als bloßer Schein, kulturindustrielle Illusionswelt oder als Kunst galt. Und das ist etwas, was in dem Buch immer wieder auftaucht, eine Kritik, Film als Kunst einfach nur zu denken und nur die ästhetische Dimension. Kannst du das nochmal kurz versuchen zu skizzieren, worin genau deine Kritik, weil die sich unter anderem dann auch darin äußert, dass du sowas wie so Meisterwerksdiskurse und so, die ja in der Cinephilie ja, doch sehr groß sind, sozusagen für das problematisch sowieso. Das sowieso. Aber das hat wieder was damit zu tun, dass ich denke, irgendwo wird immer noch reproduziert eine Kultur- und Kunstgeschichte und eine, die einfach bürgerlich, auch patriarchal und so weiter, und dass es da nicht rauskommt, wenn wir immer mit der, auch nicht mit der, mit dem, also mit dem Kunstbegriff und mit der Institution Kunst, ne? Und dass mir wirklich scheint, dass es mit dem Kino mal ein Stück rausgegangen ist, ne? Als Massenphänomen dann auch, ne? Und von daher ich eben wirklich Film als Kunst problematisch finde, den wieder darunter zu subsumieren. Ne? Und das, ich wollte noch was sagen dazu, du hast noch was. Sag noch mal, was du eigentlich. Naja, also mich hatte sozusagen einfach. Ja, also genau, diese Frage interessiert, warum du Kino, also weil du, warum du Film als Kunst ja, ich weiß auch wieder, problematisches Denken. Im Kunst ist auch im, also gut, natürlich kann man sagen, das Kunst hat sich jetzt wahnsinnig aufgelöst, ne? Aber ob sich wirklich strukturell da was anders ist, frag ich mich immer noch, weil es geht ja auch, ist ja viel mehr auch jetzt noch ans Geld gebunden, also nicht nur eine, also Kulturheroen, sondern es ist ja auch eine reine ökonomische Sache, ist immer mehr davon abhängig. Also ich weiß nicht, ob da wirklich, ob das wirklich anders ist, als in dem bürgerlichen Kosmos wirklich strukturell anders ist. Und irgendwas stock da immer. Ja. Aber ich wollte was sagen. Ich glaube, ich kann es eh gut nachvollziehen. Ich was. Nein, ich weiß, es war schon noch was anderes. Ach so, ich weiß es wieder. Weil dann immer auch mit der Kunst ist immer die Leute, die das machen, das sind Personen, die das machen. Und es ist immer dieses Hergestellte eben. Und etwas kontingent und wo sich eigentlich der Herstellende zurücknimmt und erstmal was geschehen lässt. Und das ist im Film ja strukturell so, dass sich die Kamera und dann was kommt eben auf das Zelluloid, ne? Was prägt sich da ein, ne? Und das eher zu betonen und das zu unterstützen und nicht immer darauf schon wieder gestalten und deswegen, und die Meister schon gar nicht, ne? Das ist, wahrscheinlich ist mir auch, glaube ich, ist eine strukturelle Differenz dann. Und da konnte ich ja immer so ein bisschen bei Kants Ästhetik anknüpfen, der eben, das ist keine Theorie der Kunst, sondern da geht es um das Naturschöne, ne? Dann kann man wieder anderes da auch wieder sich von distanzieren. Aber erstmal ist es was qualitativ anderes, da ist ein Schein der Natur und nicht, dass etwas hergestellt ist, etwas zu Bewunderndes und so, ne? Jetzt habe ich doch noch irgendwie hingekriegt. Ja, nee, das irgendwie ist gut. Ja, dann würde ich sagen, lesen wir sozusagen. Jetzt liest du noch den Schluss. Genau, das sind die letzten zwei Absätze und dann würden wir es öffnen für Fragen oder Anmerkungen. Und schauen noch den Film. Genau, und schauen noch den Film. Filmtheorien bewegten sich im Horizont ästhetischer und politischer Überlegungen und Diskussionen. Und das aus einer Erfahrung dessen heraus, was im Kinoraum geschieht. Aus dieser Erfahrung gelangte etwas Neues in die alten Diskurse, etwas, das sie aufbricht und einen gesellschaftlichen Aufbruch wieder verspricht. Der gegenständliche Blick war, gerade auch was die Befreiung angeht, auf den Film gerichtet.
Seltener kam das Befreiungsmoment des Kinos zur Sprache. Paradoxerweise lag der Ansatz dazu in der feministischen Filmkritik, die doch gerade dem Herrschaftsgefüge Kino galt. Emanzipation stand ebenfalls im Fokus feministischer Theorie des Kinos. Von heute aus gesehen ist es jedoch falsch, die Emanzipation mit der Frau, der Zuschauerin zu identifizieren. Die Frauenbewegung wollte eine Emanzipation des privaten und intimen Lebens vom Patriarchat, dem dieses Leben unterworfen war, das der Frauen, Kinder und auch der Männer. Daher ging es immer schon um die Emanzipation der in der Psychophysis der einzelnen Menschen vorhandenen Menschheit von dem Zugriff und dem Ein- und Durchgreifen gesellschaftlicher Macht, mythischer, kapitalistischer, auch gesundheitspolitischer Macht. Im Raum des Kinos, in seiner Dunkelheit, kehrt die Ahnung, die Empfindung einer humanen Verbundenheit wieder. Filme sind existenziell angewiesen auf die Möglichkeit, diese vergrabene Verbundenheit zu erreichen. Denn nur daraus leben sie, finden ihre Formen und Botschaften ein Echo. Werden aber die Zuschauerinnen und Zuschauer an den diversen Bildschirmen in die Isolierung voneinander gedrängt, wird der Film klanglos und geht sang- und klanglos unter. Der Film braucht das Kino. Was ist Kino? In Unabhängigkeit, in Unterschiedenheit vom Film. Etwas, das wir nötig haben. Theorie des Kinos führt nirgendwo hin. In ihr manifestiert sich Geschichte als Widerstand. Und damit jetzt am Ende und würden sagen, ob Sie Fragen. Danke fürs Zuhören. Wollen wir noch hier etwas ins Gespräch kommen oder wie ist es? Oder gleich den Film gucken? Ja, da ist die Christel. Die kriegt ein Mikro, ne? Das ist gut. Ja, ich möchte einfach die Gelegenheit greifen, das, was du die ganze Zeit eingefordert hast, hier auch zu praktizieren, dass man den Austausch hat. Eben. Also ich finde den Gedanken, den du auch am Anfang nochmal so skizziert hast, dass das Kino ein Raum ist, der etwas anderes ist als die klassische Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit und überhaupt die ganze Bedeutung von der Seite der Privatheit her darzustellen. Ich denke, bei den Ausführungen, es rutscht immer sehr viel leichter in die Beschreibungen und in das Vokabular von der Öffentlichkeit zu sprechen. Und mir, also es ist ein dringendes Anliegen, gerade jetzt auch bei diesen letzten Absätzen, noch genauer zu beschreiben, wenn, sagen wir mal so skizziert, die Leute gehen in das Kino, in einen neuen Raum, in eine neue Art von Raum von Privatheit, in dem Sinne, dass sie dort ganz individuell einen Film erleben, wahrnehmen, ihre eigenen Körpererfahrungen und Erinnerungen oder sonst etwas haben. Aber dann, wie teilt sich das mit? Also wie teilen sie das miteinander, dass daraus mehr wird als das ganz individuelle Erleben von einem Film? Ist es begreiflich, was mich beschäftigt? Also ich denke, dass du da drum immer wieder kreist, aber es ist noch keine Beschreibung, was diese Besonderheit dieses privaten Raumes Kino in einem, offensichtlich so wie wir es hier ja auch erleben, also in einer öffentlichen Einrichtung sozusagen bedeutet. Ja, aber Christel, es ist ja schon einmal viel wert, wenn du dich im Kino sozusagen deine eigenen Wünsche, Träume, Bedürfnisse, Erfahrungen und so weiter und das im Austausch mit dem Blick auch in die Welt dessen vergewissern kannst.
Das ist ja schon viel wert, finde ich. Ne? Dann gehst du schon mal wieder anders in die Welt hinaus, als wenn du das nicht hättest. Ne? Und nirgendwo mehr einen Raum, in dem du sozusagen diesen Sachen des intimen Lebens und den Erfahrungen und dem nachhängen könntest. Ne? Und auch diesen Träumen und Sehnsüchten, aber auch dieses Innewerden, was ist eigentlich notwendig für mich? Weil du kriegst ja dauernd mehr und mehr eingeredet, was für dich gut und notwendig und was weiß ich ist. Und dieses sich das nochmal in Anspielung auf das, was Arendt sagt, was den Raum des Privaten ausmacht, die Notwendigkeit, ne? Nicht, ja? Und eben die Sprachlosigkeit, das Schweigen, die Dunkelheit und so. Ne? Und sich darin dessen nochmal zu vergewissern, ne? Das ist doch eigentlich schon in sich was. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es eine Möglichkeit, das zu transponieren in eine öffentliche Sprache, also in eine Öffentlichkeit und in eine Sprache, die ja erstmal abgetrennt von diesem Leben ist und die auch bestimmte eigene, also die auch eine ziemlich versteinerte ist, wenn man so will, und auch ausschließende ist. Und wie kannst du da drin überhaupt das artikulieren? Ne? Aber das ist, ohne dass du überhaupt mal erst eine gewisse, also diese Erfahrung und diese Selbstvergewisserung oder wie man das auch immer nennen will, im Kino machst und dich ins Verhältnis zur Welt setzt, ohne diese Sprache der Öffentlichkeit, das ist ja eine Voraussetzung. Also wie der Privatraum eine Voraussetzung ist für Öffentlichkeit überhaupt, so ist das auch eine Voraussetzung, dass du dann auch vielleicht öffentlich sprechen kannst oder anfängst, eine Öffentlichkeit zu bilden aus dem Austausch dieser Erfahrungen, den Versuchen, darüber zu sprechen. Das ist ja auch wirklich etwas, was man kennt, was nicht unbedingt einfach ist, diese Erfahrungen im Kino, die man da macht, mitzuteilen. Und ich finde es aber immer, ich fand es schon immer interessant, das zu haben. Also unterschiedlichste, ob jemand den Film schlecht oder gut fand, ich fand es immer interessant, was sozusagen dann dahinter steht an Wahrnehmung. Ne? Nur ganz kurz, ich glaube ja, in der Frage steckt ja sozusagen für mich trotzdem sozusagen so ein, also was ich vorhin auch meinte mit warum entwickelt sich zum Beispiel die Wahrnehmung von, also Film als Kunst, Film als Ästhetik, Film als Zeitmedium, weil es sich alles gut festmachen lässt und festhalten. Mhm. Ne? Das, was du einforderst, ist ja gerade, das ist eben genau das, was schwer festzuhalten ist und vermutlich auch genau der Grund, warum sich die Wissenschaft damit nicht beschäftigt hat, weil sie auf ein Problem gestoßen wäre. Ja. Nämlich, sie kann fast nicht mehr wissenschaftlich sein. Umso schlimmer für die Wissenschaft. Ne? Ja, klar. Also es muss ja auch nicht ausgetauscht werden in Worten. Es ist schon mal, finde ich, auch genug, wenn man sich da in diesem Zusammenhang stellen kann mit Film und mir selbst. Ich merke, ich habe mich sehr lange nicht mehr mit diesen Themen beschäftigt, desto froher bin ich, dass ich jetzt hier bin. Mich würde interessieren, wie weit dieser wissenschaftliche Ansatz, Heide, denn du hast losgelöst sein kann von dem technologischen Kontext. Also von, wenn man jetzt vergleicht, wie es am Anfang von Kinoräumen war und jetzt, damals war das quasi so eine Errungenschaft der Technologie und die Entscheidung, ins Kino zu gehen, eine ganz andere war als jetzt, wo die Auswahl online und nicht online Plattformen einfach über alle Maßen, also man hat das immer. Das heißt, die Leute, die sich heute in Kinos zusammenfinden, eine Vorentscheidung getroffen haben, warum die ins Kino gehen. Das ist eine Frage, kein festes Wissen, sondern ich frage mich, ob der Kontext sich komplett verschoben hat im Laufe der letzten Jahre, indem man quasi die Wahrnehmung von Zuschauern und Erwartungshaltung im Kinosaal bespricht oder überlegt oder was man erwartet, wenn man ins Kino geht, ist vielleicht ein anderer. Also du meinst, durch die ganzen technologischen Entwicklungen verändert sich auch die Erwartung, die man in den Kinoraum trägt? Ja, weil wenn ich ins Kino gehe, heute eine Entscheidung treffe, die eine viel bewusstere ist, warum ich ins Kino gehe, nicht zu Hause, nicht mit Freunden, nicht
sonst wo das Gleiche quasi konsumiere. Ja. Also dieser Konsumanspruch. Aber das können doch die alten Attraktionen des Kinos sein oder die eben das, was immer schon am Kino von Bedeutung war, was auch jetzt die Entscheidung herbeiführt. Ganz sicher, aber die Zufälligkeit ist vielleicht im Zuschauerraum geringer, als es hätte sein können, wenn man ins Kino gegangen wäre, weil man nicht die Wahl hatte, das woanders zu sehen. Mhm. Auf Abruf. Mhm, ja. Aber, ja. Ja, ich fand die Frage total hilfreich und produktiv und würde da vielleicht anschließen, ich musste, es ist immer so, also ich fand dieses Bild mit den Knoten und den Kreisen total gut, aber es schien mir auch irgendwie um eine Ontologie des Kinos zu kreisen, weil die, die positiven Aspekte des Filmbesuchs, des Teilen der öffentlichen Intimität, von Gefühl, dem sich auch ausliefern, das ja auch Begriffe sind, die man in anderen dunklen öffentlichen Räumen auch erfährt. Also ich musste an Clubs denken, ans Tanzen oder an Orte, wo der Film eben nicht stattfindet, aber wo diese Utopien, die ihr ja beschrieben habt, also medienunspezifisch oder jetzt filmunspezifisch auch sich realisieren. Und deswegen fand ich also das nur als Erweiterung an die Frage, weil vieles von diesem utopischen Potenzial der Gemeinsamkeit, des Austausches, dieser öffentlichen Intimität auch durch andere Medien realisiert, wie der Musik zum Beispiel oder dem Tanz oder so. Und also ich, ist auch eine sehr, sehr offene Frage, aber ich wollte es noch um diese Dimension erweitern, der anderen Räume, die ja auch also andere Utopien vielleicht sind oder darstellen, aber da muss ich immer, also ich habe das nicht ganz aus dem Hinterkopf bekommen, weil es sich ja immer um die Ontologie des Films irgendwie gedreht hat, gekreist hat, aber diese Potenziale ja auch in anderen Räumen stattfinden, die ja genauso bedroht sind. Ja, sind sie genauso bedroht? Vielleicht inzwischen. Wolltest du was sagen? Ne? Ja, ich kann total verstehen, dass die Frage aufkommt, und weil das ein Element ist, das wir jetzt auch in den Ausschnitten, die wir ausgesucht haben, nicht so behandelt haben. Es gibt einen ganzen Abschnitt dazu, der nochmal fragt, was ist eigentlich das Spezifische mit der Begegnung mit dem Film im Raum. Das ist angeklungen bei dem Teil zu Alice Guy. Aber ich glaube, du hast es selber vorhin auch gesagt, worum es geht, ist sozusagen, sich selbst wahrzunehmen in Begegnung mit einer Realität, die unabhängig von mir existiert. Ne? Und das sozusagen ist etwas, was der Film eben kann, weil er als technisches Aufzeichnungsmedium Realität wiedergibt und mir damit immer auch klar macht, diese Realität existiert auch unabhängig von mir. Also, und das würde es vielleicht ein bisschen unterscheiden von ich gehe ins Theater oder ich gehe tanzen, ne? Obwohl es da durchaus, glaube ich, in vielen... Ja, und es geht eben auch nicht nur um den Austausch mit anderen, sondern es geht um einen, wenn man so will, einen Austausch mit dem, was außerhalb unserer hergestellten Welt existiert. Was ja wirklich im Moment, also was zunehmend ja an Relevanz, denke ich, gewinnt, dass wir nicht immer nur auf das Menschen untereinander, sondern eben auf das, was jenseits existiert und aber auch nur unter gesellschaftlich immer nur unter bestimmten Vorzeichen der eigentlich eines herrschaftlichen Bewusstseins existiert und dass man dazu einen Zugang und einen Austausch auch hat und dass so ansatzweise davon etwas davon im Kino und Film passieren kann, durch den Film in dem Falle passieren kann. Und meinst du damit im Prinzip das, was so ein bisschen der Klassiker, aber so eines der Krakauer Dinge, die man so, denen man immer wieder begegnet, praktisch, was er sagt, die Blätter eines Baumes im Bild, die zufällig mit eingefangen werden. Ja, natürlich, das ist, Aber ja, erst nochmal danke für die tolle Diskussion und die Vorstellung des Buches. Ich hab zwei Fragen. Die eine ist eine zu der Entstehungsgeschichte jetzt eigentlich von so Überlegungen von Filmgeschichte als Kinogeschichte. Das heißt, mich interessieren die 80er Jahre und mich interessiert im Prinzip die Zusammenarbeit von dir und Carsten Witte. Und vor welchem
vor welchem materiellen Hintergrund das auch passiert. Was ich interessant finde, ist, dass diese Rückbesinnung auf Krakau passiert auf der einen Seite im Prinzip von einem Hintergrund von einem Editionsprojekt und deine Rückbesinnung im Prinzip auf Krakau passiert auch mit von einem Archäologieprojekt, also in Bezug auf das frühe Kino. Das heißt, es sind beides so Ausgrabungsmomente, die auch etwas zu tun haben, glaube ich, mit der Geschichte von 68. Und das würde mich total interessieren, also wie jetzt einfach diese Synergieeffekte von euch beiden, die ja nicht zufällig dann auch befreundet wart und zusammengearbeitet habt, ob man das nochmal genauer beschreiben kann, warum in den frühen 80er Jahren aus einer bestimmten Auseinandersetzung mit Material einfach die Logik des Kinos vielleicht nochmal zwangsläufig erwächst. Und der zweite Punkt ist etwas, was ich die ganze Zeit dachte, ob es jetzt vielleicht jetzt in dieser Überlegung von Kino als Privatraum auch so eine Überlegung von einer Neubestimmung des Spirituellen auch unter Bedingungen der Säkularisierung etwas zu tun hat. Eine Art Neubestimmung des Spirituellen. Es gibt eine spirituelle Dimension in dem Punkt. Also weil letztlich ist das Träumen und das Fantasieren bei dem Film auch in der Masse. Das ist interessant, dass es in der Masse stattfindet. Es ist aber nicht kommunikabel. Das heißt, es wird auch nachher nicht verhandelt. Das heißt, es gibt etwas, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein im Kinosaal, in der Gruppe mit anderen Leuten, ist ein Gefühl, was jetzt so etwas wie unter säkularisierten Bedingungen natürlich Spiritualität wieder abruft. Und das würde mich einfach interessieren, also inwieweit das jetzt für dich eine Rolle spielt oder eher nicht. Ja, das ist interessant. Alles beides, ja. Also mit dem Materialhintergrund von Carsten und mir. Ich denke, diese Editionsgeschichte, die Carsten da betrieben hat mit Krakauer, hat für mich sicher eine ganz enorme Rolle gespielt in der Wahrnehmung von Carsten, ne? Wir waren dann schließlich und endlich ja auch befreundet, aber ich habe vor allen Dingen erstmal immer auch im Kino wahrgenommen und habe ihn eben auch als diesen Herausgeber der Krakauischen Schriften wahrgenommen und dieses Buch eben, dieses Büchlein Theorie des Kinos oder auch eben das Kinobändchen mit den ausgewählten Kritiken von Krakauer. Und sodass für mich diese Wahrnehmung von Carsten Witte so sich überblendete mit Siegfried Krakauer. Also für mich war Carsten Witte in einer gewissen Weise hier wieder der Krakauer in Frankfurt. Ne? Auch weil er für die Zeitschrift schrieb, das war nicht mehr die Frankfurter Zeitung, sondern das war die Frankfurter Rundschau, aber das war ja auch dann das linke Blatt. Ne? Und insofern wirklich vielleicht das als Beitrag zu dem materialen Hintergrund. Und für mich war in der Tat das dann eben diese ganze Archäologie des frühen Kinos, wo dazugehörte, dass man in die Archive gegangen ist, dass man an diesem Steenbecks da die Filme und auch noch Nitratfilme georgelt hat und so weiter. Und eben die materielle Erfahrung auch in dem Kinoraum in Pordenone mit Musik und allem und so weiter, mit dem Klavierspieler. Das war, und da haben sich ja auch Leute versammelt, die kamen aus den Archiven, die kamen aus den Labors, das waren nicht einfach nur Wissenschaftler, ne? Und daher eben auch so ein Materialbezug präsent irgendwie. Das war auch sehr wichtig und das ist etwas, was aber ich gar nicht mit Carsten mehr so geteilt habe. Der war hat in anderen Regionen sich bewegt. Was wir geteilt haben, war ja die ganze NS-Filmgeschichte. Da haben wir zusammen viel im Kino gehockt und diese die deutschen Filme aus den 30er, 40er Jahren geguckt. Wir haben auf dem Ehrenbreitstein eben mit anderen zusammen eben auch wieder am Schneidetisch diese ganzen schweren Rollen mit den schweren Filmen, sogenannten, also leicht sein sollten, gesichtet und so. Und das war auch natürlich eine Materialerfahrung oder eine materialbasierte Erfahrung, in der aber zugleich eben Geschichte und eine Auseinandersetzung mit Geschichte immer gegenwärtig war. Und von daher die Verbindung mit Material sicher immer, immer ganz wichtig und auch etwas, was wir geteilt haben. Ne? Und das andere mit dem Spirituellen. Also ich denke ja so, wenn ich auch jetzt auf meine Philosophiegeschichte zurückblicke,
Das ist eine rasante Entwicklung der Ausgrenzung erstens der Seele, die bei Sokrates noch eine zentrale Rolle spielt, bei Kant ist sie nicht mehr da, dann aber auch des Körpers, auch schon bei Kant. Das ist, der Mensch ist eigentlich in einem Transzendenten festgemacht. Und dann frage ich mich natürlich heute, gibt es eigentlich auch eine Elimination überhaupt des Denkens? Ne? Und in diesem Sinne, die ja auch nicht sein können ohne Körper und Seele sozusagen. Ne? Aber das war, so, das war ja noch das Residuum erstmal der Philosophie auf diesen Intellekt, der heute aber auch schon physiologisch erklärt werden und reproduzierbar gemacht werden sollte. Also fällt am Ende auch noch das Denken raus. Und in diesem Sinne könnte ich mir vorstellen, dass es was mit Spirituellem auch im Kino zu tun hat. Das ist auch eine ne, so in diesem Sinne, ja? Bisschen beantwortet. Ja, sonst zeigen wir Film. Gucken wir Film. Aber vielen Dank. Ne, vielen Dank auch für. Also. Es freut mich wirklich, dass wir das heute Abend hier mal, ich meine, ein Buch, was immer zu Hause sich geschrieben wurde und jetzt ja, mal hier mit dir zusammen, mit euch zusammen. Danke. Ja, wo habe ich denn jetzt? Ich habe noch so einen Zettel für das. Ach, da. Also jetzt sehen wir ja. Okay, danke dir. Jetzt sehen wir von Marjorie Keller The Fallen World. Marjorie Keller war eine Filmmacherin, die auch sehr stark politisch immer engagiert war in den 70er, 80er Jahren, leider schon 94 gestorben ist und die aber eher experimentell, wenn man so will, gearbeitet hat in den Filmen. Und sie war, lebte zusammen, war wahrscheinlich verheiratet, hat zwei Töchter gehabt mit P. Adam Sidney, einem Filmhistoriker, vor allen Dingen des Avantgarde-Films. Und ich sage das auch, weil P. Adam Sidney in diesem Film auch vor der Kamera eben erscheint, ne, nicht spricht. Und dieser Film The Fallen World ist 1983 gedreht. Ja, ich glaube. Eigentlich zeige ich nicht noch etwas, was wir da sehen. Also wir sehen schon Pierre de Sidney, wie er da durch die römischen, also die römische Antike sich bewegt, die Überbleibsel, die Ruinen. Und wir sehen einen Hund auch, und ich denke, das ist eher in den USA. Und der Hund heißt Melville, wie ich jetzt auch nochmal gelesen habe. Und das hat offenbar auch damit zu tun mit dem Autor Melville. Und einen Bezug zu ihm und dem Wasser und dem Fließenden. Und ja, und wobei der Hund, glaube ich, übers Eis läuft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und dann gute Projektion. Ich möchte mich auch nochmal sehr bei dem Projektionisten und vor allen Dingen auch bei Björn Schmidt bedanken, ne, der alles gut vorbereitet und eben da auch hinter dem Projektor steht. Und es ist eine 16mm Kopie, also so auch wie der Film gedreht worden ist. Danke. Danke euch auch nochmal.